Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Wir sind hier heute bei der letzten Ausgabe Schnäppchen-Hit oder China-Shit. Los geht's. Wir haben die letzten beiden Produkte von der Firma Gearbest hier unten in der Videobeschreibung auch nochmal zu sehen. Da kriegt ihr auch alle Produkte nochmal aufgelistet und Preise und so weiter. Das ist einmal das Xiaomi Redmi 3. Xiaomi Redmi 3. Und ein klitzekleiner Bluetooth-Kopfhörer mit Mikrofon, den man sich ins Ohr stecken kann. Gucken wir uns aber als erstes diesen Mini-Bluetooth-Ohrstecker an. Und den habe ich einfach mal Eva in die Hand gedrückt. Und Eva musste dann draußen ein bisschen was machen. Wir nennen das Ganze Remote Eva. Viel Spaß. Eva. ruf Eva jetzt gleich mit meinem Handy an. Eva steckt sich mal den kleinen Bluetooth-Kopfhörer ums Ding da rein. Und dann rufe ich die liebe Eva an und ich würde sagen, du gehst schon mal nach vorne. Dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Viel Spaß! Eva, wir fangen mal ganz easy an. Du kannst ja einfach mal ein paar Hampelmänner machen. Hampelmänner. Nimm dich mal, genau. Hampelmann. Mach dich mal ein bisschen warm, ein bisschen Frühsport, ist doch super. Sag ihm auch nochmal, hey, schöner Tag heute, oder? Schöner Tag heute, oder? Krieg ich eine Umarmung? Ja, ist ein bisschen schlecht, weil ich gestern so viel gefeiert habe. Gute okay. Besserung. Blick zur Spree, andersrum. Und mach mal den Titanic-Move jetzt. Ich bin die Königin der Welt! Den jungen Mann, der jetzt gleich kommt, den fragst du, entschuldigen Sie, ich suche jetzt schon seit 20 Minuten, wo finde ich denn die Spree? Entschuldigung, ich suche jetzt schon seit 20 Minuten die Spree. Wo ist die denn? Wo? Das? Ach, das ist die Spree. Der Bach. Ach, ich dachte, das sei die Havel. Ich dachte, es wäre die Havel. Okay, danke. Dann tanz mal bitte einmal noch glücklich rum und sing mal das Schlumpfenlied. Ja, eine ganze Menge Spaß kann man mit diesem Teil haben. Eva, wie war's? Wie war die Qualität? Kannst du dazu irgendwas sagen? Die Sprachqualität? Hast du alles gut gehört? Ja. Klingt so richtig begeistert. Ich hab's verstanden, was du gesagt hast, was ich machen soll. Okay, ist also aber vom Sound her wahrscheinlich nicht mal annähernd vergleichbar mit Apples AirPods. Auf gar keinen Fall. Der Akku von den Dingern hält ungefähr, was hatte war ein Test? Zwei Stunden. Zwei Stunden. Ja. Ist okay. Also ich meine, so ein kleines Ding, dann, wo willst du denn den Akku groß verbauen? Ne? Gesprächsqualität nicht so geil. Hast du da auch Musik ein bisschen mitgehört? War aber dann ja auch nicht so geil. Nee, das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Wenn man bedenkt, dass das Teil gerade mal 6 Euro kostet und eigentlich ja zum Telefonieren gedacht ist, das heißt beim Autofahren, ne? Also hast du halt auch ein Mikrofon dran, man kann damit telefonieren und es kostet tatsächlich nur rund 6 Euro. Das ist natürlich für den Preis ist das ein cooles Spielzeug. Wenn man es jetzt wirklich nutzen, ist wieder die andere Frage, aber für den Preis, Preis-Leistung, ist das für mich super. Das heißt, ganz klar, Schnäppchen-Hit. Das Xiaomi Redmi 3 ist zwar schon fast ein Jahr alt, doch durch den wachsenden Einfluss der chinesischen Marke, die mit günstigen Handys zunehmend auch bei uns punktet, lohnt sich ein Blick. Denn das Smartphone kostet knappe 100 Euro. Ja, und der Prozessor ist der Snapdragon 616 und ist ganz klar ein Mittelklasse-Prozessor, aber sehr solide, wenn er auch heute nicht mehr die perfekte Leistung bringt. Die Grafik kommt von einem Adreno 405-Chip und 2 GB RAM reichen für ein Android-Telefon heute noch aus. Das Redmi 3 ist nur mit 16 GB Speicher erhältlich. Mit einer Micro-SD-Karte geht es aber hoch bis auf 128. Der Akku ist das allergrößte Plus vom Redmi 3. 4100 mAh, mit denen ihr bei guter Nutzung auf knapp 2 Tage kommt. Wem das nicht reicht, der kann den Akku tauschen. Einfach Metallabdeckung der Rückseite ab und zack, ihr tauscht. Sonderlich schick ist das Gerät leider nicht. 144 Gramm schwer und 8,5 mm dick. Nee. Das muss da auf der Rückseite, das muss halt auch gefallen, aber dafür gibt's ja Hüllen. Vorne wird's dann allerdings auch schon besser, denn das 5 Zoll HD-Display und die nötigen Bedienelemente sind eigentlich echt ganz schnieke. Ja, finde ich auch. Die Kameras, vorne 5 Megapixel und die Hauptkamera 13 Megapixel. Bei gutem Licht bekommt ihr mit ihr scharfe Bilder mit schönen Details. Wird's ein bisschen dunkler, leiden die Bilder allerdings unter Detailarmut und Rauschen. Die Software basiert auf Androids 5.0 Lollipop. Darüber arbeitet Xiaomis eigenes Betriebssystem MIUI meist ganz flüssig. Deutsch wird nicht
nicht automatisch unterstützt, lässt sich aber über Umwege installieren. Einige vorinstallierte Apps funktionierten nicht ganz so wie gedacht. Die Schwäche haben wir aber auch schon beim Tablet gesehen damals. Doch sobald der Play Store installiert ist, finden sich genug Apps, die tun, was sie sollen. Fazit: Technisch ist das Redmi 3 ein Mittelklasse-Handy zum Einsteigerpreis. Schwächen zeigen sich vor allem in der Software, doch wer mit so leicht hakeligem Android und mit Übersetzungsschwierigkeiten klarkommt, der kriegt dann hier auch ein gutes China-Phone. Also ganz klar, Schnäppchen hit. Tja, das waren sie jetzt, unsere letzten beiden Produkte aus der Reihe Schnäppchen-Hit oder China-Shit. Mit dabei waren diesmal zwei Schnäppchen-Hits. Wenn ihr die gewinnen wollt, das könnt ihr nämlich immer wieder, dann müsst ihr nur Folgendes tun. Werdet Abonnenten unseres Kanals. Genau, wenn ihr es schon seid, dann seid das halt. Ne? Ja. Ansonsten Daumen nach oben und schreibt uns unten in die Kommentare, was ihr haben wollt. Das Bluetooth-Kopfhörer-Ding oder das Handy. Ganz schwere Entscheidung, was ihr lieber haben wollt. Und nächste Woche gibt es dann den Gewinner. Und das war's für uns. Und das war's auch leider erstmal mit Schnäppchen-Hit oder China-Shit. Adele. Tschö.